Hallo zusammen, ich bin die Eule und ich heiße euch willkommen zu dem ersten Video in der Kategorie Short Reviews. Einige von euch kennen mich vielleicht noch aus dem Video zur Elder Scrolls Online Beta, an dem ich noch als Sidekick zur Seite gestanden habe. Und zukünftig werde ich im Internet auch tatkräftig zur Seite stehen und mit einigen Videos unterstützen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Indie-Games und hin und wieder stolper ich über einige lobenswerte Titel, die mich dann doch wochenlang eigentlich beschäftigen. Und heute möchte ich euch, wie es der Titel schon bereits sagt, Dead Man's Draw vorstellen. Der Titel wurde von Stardock ursprünglich als Mobile Game entwickelt und ist jetzt seit Februar auch für den PC erhältlich. Bei Dead Man's Draw handelt es sich um ein sehr stark auf Glück basiertes Kartenspiel. Es spielt ein Pirate-Theme ab, also das heißt, ihr werdet als wahrer Seeräuber oder Seeräuberin eure Kontrahenten in einem Duell besiegen müssen. Doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, man. It's just not enough. Oh, oh, man. Oh, man. My darling, I can't get enough of your love, man. Simpel ausgedrückt könnte man sagen, dass beide Spieler von einem Deck Karten ziehen, so lange bis keine mehr da sind. Der Spieler mit den meisten Punkten hat gewonnen. Klingt einfach, ist aber überhaupt nicht so. Das Spiel ist so aufgebaut, dass es 10 verschiedene Kartentypen gibt, von denen jeder Kartentyp eine spezielle Fähigkeit besitzt. Mit einem Schwert könnt ihr beispielsweise einen Gegner eine Karte klauen und dann für euch selber benutzen, oder mit einer Kanone könnt ihr dem Gegner eine Karte zerstören. Die wird dann auf den Ablagestapel geworfen. Und natürlich gibt es auch den Kraken. Release the Kraken! Jeder Kartentyp besitzt dabei Werte von 2 bis 7, die ihr sammeln könnt. Und von denen zählt immer nur der höchste Wert. Also habt ihr die Karten 2, 3 und 7 von einem Kartenset, sagen wir von der Kanone, dann bekommt ihr eben nur 7 Punkte für die Kanone. Der Spielablauf sieht folgendermaßen aus, dass jeder Spieler, der momentan an der Reihe ist, beliebig viele Karten ziehen darf. Und das dafür so lange, bis dass ein Kartentyp doppelt auf dem Spielfeld vorkommt. Und sollte das der Fall sein, werden alle Karten, die bis dato auf dem Spielfeld liegen, abgeworfen und es werden keine Punkte verteilt. Also das heißt, ihr könnt ungefähr so lange die Karten ziehen, bis ihr denkt, jetzt könnte so langsam mal ein Kartentyp doppelt auftauchen. Und dann könnt ihr die Karten einsacken und somit auch die Punkte eben für euch gewinnen. Was mich persönlich an Dead Man's Draw fasziniert, ist einfach die große Herausforderung, mit Glück und eben auch mit Können kämpfen zu müssen. Also es kann zum Beispiel sein, dass der Gegner tierisch glückliches Händchen hat und mir in ein, zwei Zügen alle meine Punkte wegschießt. Dann brauche ich eben die richtige Strategie, um schnellstmöglich wieder eben an Punkte zu kommen. Auf der anderen Seite muss ich meine Strategie ändern, sollte ich mal unglaubliches Glück haben. Also sammle ich mir jetzt 40, 50 Punkte in ein, zwei Zügen an, dann muss ich eben schauen, dass der Gegner keine Punkte bekommt und muss ihn dann mehr oder weniger unterdrücken und muss ihm alle hohen Karten klauen und muss eben auf mehr oder weniger Risiko spielen, dass der Gegner sich jetzt gar nicht Karten bekommt, um mich wieder einholen zu können. Der Aufbau des Spiels besteht in verschiedenen Tournaments. Jedes Tournament ist dabei in 2 bis 3 Duelle gegliedert. Jedes Tournament verfügt dabei über verschiedene Regeln. Also es kann zum Beispiel sein, dass ihr einen Speedrun machen müsst, bis zu einer Anzahl von x Punkten. Oder dass der Gegner bestimmte Traits verwendet. Das sind Eigenschaften oder Fähigkeiten von Karten. Diese Traits könnt ihr natürlich auch verwenden. Die schaltet ihr mit Erfahrung und dem ansteigenden Level frei. Traits an sich wirken sich wie gesagt auf Kartentypen aus und ändern bzw. verbessern die. Also die Eigenschaften, sagen wir von der Kanone, liegt darin, dass ihr eine Karte des Gegners sozusagen abschießen könnt, dass er sie ablegen muss. Und mit einem Trade, wenn er den aktiviert, muss der Gegner nicht nur seine oberste Karte ablegen, sondern er muss alle Karten des Sets ablegen. Also sprich, alle Karten, die er von 2 bis 7 hat, muss er abwerfen und nicht einfach nur die höchste. Und mit jedem Tournament warten also dann immer wieder neue Herausforderungen auf euch. Und ihr müsst eben jedes Mal eure Strategie anpassen, ihr müsst geeignete Trades wählen, eben herausfinden, mit welcher Strategie kann ich den Gegner eigentlich am besten besiegen. Also es wird eigentlich nie langweilig. Am Anfang hatte ich auch gedacht, oh Gott, da gibt es ja 50, 60 von diesen Tournaments und nach 10 Stück habe ich das ganze Spiel schon gesehen, aber es
gibt eigentlich eine gute Balance zwischen immer wieder neuen Trades und zwischen anderen Einschränkungen, sage ich jetzt mal, die über diese Regeln von den Tournaments eigentlich euch auferlegt wird. Alles in allem ist Deadman's Draw ein gelungenes Kartenspiel, das zu seinen forderten Schwierigkeitsgrad und dem ansprechenden Piraten-Szenario glänzt. Ein Duell dauert ca. 15 Minuten, was das Spiel also auch seinen amüsanten Lückenfüller macht, wobei ich aber auch schon ganze Abend damit anfüllen kann. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt, schaut euch doch einfach mal meine Let's Play Videos dazu an. Vielen Dank fürs Zuschauen, Eule aus.